eigentlich immer für ein Mana, was man da einsammelt? Keine Ahnung. Ja. Es taucht auf jeden Fall nirgendwo im Inventar auf. Dunkel. Doch. Ja, bis jetzt zaubert aber keiner. Also bei mir nicht. Ich hätte jetzt mal geprüft, weil du bist einmal in der Glocke, jetzt kommt aus dem Portal. Und da stehst du dann in den Berg von Reifen von deinem Kameraden. Ah, ich hatte den Dunkelmagier gefunden. Wir schießen direkt ins Portal, dann sehen wir, dass wir hier sterben alle sofort. Okay, der Dunkelmagier war jetzt schwerer. Okay, jetzt wird's hier ein bisschen epischer. Ah, der Dunkelmagier ist. Der ist gerade ein bisschen voreilig. Hallo! Okay, jetzt brauche ich Hilfe. Das ist jetzt praktisch hier. Was denn? Jeder alten wurde besiegt. Oh, ich dachte gerade, er wäre kaputt gegangen. Was? Weiß geleuchtet? Okay. Und du? Ah. Hier war gerade was drin. Echt? Oh ja. 5 Verteidigermedaillen waren hier drin. Ah, okay, cool. Sollen wir den hier stehen lassen? Ich denke mal. Machen. Okay. Guck mal, meine Kristalle sind jetzt weg. Welche Kristalle? Diese Mana. Ja. Wie, sind weg? Ich hatte die gar nicht gehabt. Ich hab welche gekriegt, hab die irgendeinen Tag abgesetzt. Oh, ich kann ein... Oh, warte. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Guck mal. Oh. Was ist das denn? Ein Gato. Ah, ich hab ein Gato. Macht der was? Keine Ahnung. Guck mal, diese Kristalle wieder, um das mehrmals zu machen, ne? Ja, damit du wahrscheinlich dann diese Verteidigungsmedaillen kriegst. Weil der eine hat ja gesagt, von wegen der verkauft der irgendwas. Gegen Verteidigungsmedaillen, ne? Als Bezahler. Ja, genau. Okay, der macht eigentlich gar nichts, dieser Gato. Ich hatte gedacht, von wegen der greift vielleicht an oder sonst irgendwas. Propeller-Gato, der folgt dir. Aha. Mehr macht er nicht. Das ist ein wenig mau. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Der Typ ist ja nicht da, ne? Wenn man sich hier handelt hat. Der hockt wahrscheinlich weiter nur unten in der Höhle. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, was der macht. Man ist ja ganz putzig, aber was soll ich damit? Was habe ich mir da nur wieder angeschleppt? Hier, komm, kannst du nicht hier bleiben? Ist jetzt der Uga Uga eigentlich irgendwo untergekommen? Also ist der irgendwie weitergegangen? Komm mal, der ist noch hier. Wo ist er denn? Ach da! Immer noch hier unten. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich hier so einen fliegenden... Weiß ich nicht, was das ist. Eine fliegende Katze? Oben rechts in der Mitte. Oben rechts ist er. Ja, ich hab dann wieder gesehen, ja. So. Achso, nee, warte mal, das ist... Ja doch, das
ist realistisch. Sagen wir mal so, das ist realistisch. Mehr Kupfermünzen, so. Ein Grabmal. Achso, ja, stimmt. Ich habe von irgendjemandem das. Ich habe noch ein Grab. Nee, ein Leichenstein, okay. Und ein Kriegstisch. Was? Ich habe einen Kriegstisch? Oh, wo soll ich denn den noch hinstellen? Warte mal, hier passt doch noch was hin. Also dachte ich. Nee, geht nicht. Ich habe einen Kriegstisch und weiß nicht, wohin damit. Wir müssen das Haus erweitern. Ganz klar. Und zwar erweitere ich es mal nach unten. So. Also das Fliegeding nervt. Ist immer im Bild. Also im Bild in der Hinsicht von wegen, dass ich da alles, was ich irgendwie abbauen will, diese blöde Katze jetzt immer davor ist. Mhm. Wollen wir denn hier vielleicht die Werkstatt reinmachen? In diesem Tunnel? Dass wir hier dann vielleicht die ganzen Sachen, wo wir was dran arbeiten können, vielleicht hinpacken, dass wir die nicht immer suchen müssen. In dem ganzen Kram. Naja, also, zum Beispiel die Werkbänke. Sind doch die alle auf einem Fleck. Bitte? Sind doch die alle auf einem Fleck. Ja, und die Sache, und dieses Ding, wo du den Schlick verarbeiten kannst. So, was ist damit? Außerdem brauchen wir den Platz, ja. Für. Wollte ich noch gar nicht. Für Dinge. Plätze auf Räume haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume haben wir noch übrig, die nicht belegt sind. Ich sehe auch gerade viele der coolen Sachen. Können wir erst bauen, wenn wir im Hardmode sind. Ja, da kommen wir ein bisschen davon. Die vielen coolen Sachen. Wie konnte ich nochmal den Hintergrund abbauen? Sowas. Wie war das nochmal? Bitte? Kannst du auch einfach den neuen Hintergrund drüber packen? Achso. Okay. Na toll, okay, jetzt brauche ich natürlich erstmal noch wieder Steine. Der Platz wird aber nicht reichen. Reicht doch erstmal. Ich dachte, wir wollen eh nicht so viel hier unten in Mirring. Schade, wenn du da unten ganz Werkbänke machen willst. So, das dürfte erstmal reichen. Wo habe ich denn das Holz hingepackt? Holz weg, so. Okay, das kann jetzt einfach übergebaut werden, ja? Ja. Und wie? Platzieren musst du da am Rand anfangen am besten. Wo Steinrand aufhört. Ja, und wie arbeite ich im Hintergrund? Jetzt baue ich das einfach. Ich extra Steine. Nee, das sind, glaube ich, extra Steine, die du bauen musst. Ja, du musst extra Wände Hintergründe bauen. Ach so, ah, okay. Ach, gut, dann baue ich den nochmal kurz ab. Wir haben es doch. Ach da, Steinwand-Hintergrund. Die kann sozusagen einfach drüber platziert werden. Mhm. Okay, gut. Alter. Ich sehe schon. Cool. Baut praktisch das eine ab.
Okay. Halt. Was ist das denn? So. Moment. Dann machen wir es genau gleich. Ja. Toll. Dann machen wir es genau gleich. Klar. So. Sind insgesamt echt nur 7 Meteoriten übrig geblieben? Nicht viel, ne? Das weiß ich nicht. Kommt drauf an, meinst du jetzt, Barren oder, Ja, ja, die Barren. Achso, gut. Der Tobi vorhin alle meine restlichen Barren gegeben. Achso. Na. So. Dann kommt da noch eine Tür rein. Ich hab doch hier unten war doch irgendwo noch eine Tür. Oh, was ist denn das für ein Voodoo-Priester, der da angedackelt kommt? Das ist doch unser neuer Mitbewohner. Ach, Kugigi. Ja. Kugi da, Kugi hier, Kugi überall. Da ist eine Tür. Eine Holztür, toll. Haben wir noch eine schöne Tür hier irgendwo gehabt? Eine Holztür, das ist auch. Rohstoffe. Na gut, ich will mich nicht wundern, dass hier nicht vielleicht auch noch irgendwo eine Tür reingekommen ist. Ja, eine Marmortür. Achso, warte mal, wenn hier Rohstoffe sind. Ach, verdammt, hier sind ja auch noch Hintergründe, okay. Na egal, egal. Hopp. Hopp. So. So. Und Tür auf. Hallo? Ja, Tür auf. So, dann packen wir hier mal diese komische den Kriegstisch hier rein. Ich glaube, die Verteidigungsmedaillen habe ich mal jetzt hier unten in diese lila Truhe reingepackt. Och, süß, guck mal, das bewegt sich. Oh. Was ist das jetzt? Das ist ein Kriegstisch. Da kann man gar nichts bauen, oder? Nö. Okay, vergiss es, da kann man gar nichts bauen. Das bewegt sich nur. Ach, hier sind auch Rüstungsstatuen, genau. Da muss ja wieder welche gebaut werden, das ist nicht passieren. Ja, diese Mannequins. Wie kann ich eigentlich den Mülleimer benutzen? Aber was draufziehen. Ja, und? Dann ist es da drin, und dann? Dann ist es, ja, und wenn das nächste draufziehst, wird das, was da jetzt drin ist, gelöscht, damit du das letzte immer wieder zurückholen kannst. Ah, okay. Ich hab mal kurz die Grabsteine gelöscht, ne? Ich hoffe, das stört keinen, nee. Den ich da jetzt hatte. Wo packe ich jetzt meine Eicheln hin da? Hä? Das möchte ich nicht wissen, was du mit deinen Eicheln machst. Eichel? Eichel. Ach, das sind 99, deswegen wird der keine mehr rauf. Oh Mann. Ach, wir haben hier nochmal welche. Lehm und Dreckblock. Ganz toll. Ingenieurshelm, aha. Ein Mode-Item. Achso, das hatte ich ja schon. So, bei den Rohstoffen. Das ist Dreck. Das ist toll. Packen wir hier Dreck rein. Lehm, haben wir den auch schon. Oh, super, hier haben wir noch einen Dreckblock. Lehmblöcke da. Ach, dann habe ich noch für die Beschwörungen ein paar Linsen. Hier war das, ne? Ja. Ich würde sagen, Gruppe. Achso, wenn ich die dabei habe, ach, stimmt. Okay. So habe ich sie ja theoretisch immer dabei. Achso, hier bei den Beschwörungen in der grauen Kiste, da habe ich übrigens die. In der lilanen Kiste die Verteidigungsmaterial. Verteidigungs. Na,
Medaillen reingepackt. Also wenn ihr was habt, Verteidigungsmedaillen bitte in die lilane Kiste. Ja, da habe ich meine auch reingepackt, die ich hatte. Nee, es waren auf jeden Fall welche in der braunen drin. No, nicht von mir. Okay. Hab's in die lilane gepackt. Ich hab okay. Noch so, weil ich meine noch dabei. Ich wollte gerade sagen, weil... es ist ja egal. Okay. Zeitlich aus? Kann man wenigstens diesem Utgard mal sagen, also möchte hier bitte nicht die ganze Zeit immer rein und rauslaufen? Was sind das hier? Wie zeitlich? 16 Minuten. Ich musste während des Kampfes ja nochmal neu starten. Oh. Okay. Und nu? Das war doch witzig. Und hilfreich. Was macht man jetzt? Oh, guck mal hier, bei dem scheiß Wetter. Gut, dass ich einen Schirm dabei habe. Okay, Gesundheit. Gesundheit. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Was ist das denn? Ah, ich wollte die Fackel einsammeln. Na, egal. Nur ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bock, zu dem nochmal zurückzugehen, nur um irgendwas zu kaufen. Klingt vielleicht doof, aber ist so. Ja, vor allem, das so weit weg, ne? Ja, eben. Danimo, der Tavernenwirt. Wer? Na, Danimo, der Tavernenwirt, das müsste der sein, ne? Der Händler. Ja, genau, genau. Ansonsten, wie sieht's aus? Wollen wir das Haus nochmal ein bisschen erweitern? Jetzt in den nächsten 20 Minuten? Also nach rechts und nach links vielleicht? Anstelle nach oben oder unten? Rechts und links? Ja? Rechts ist nicht allzu viel Platz, ne? Das ist ja. Doch, warum? Die Wand kann doch weg. Nee, unser. Links ist da. Kampfbereich. Ja? Ach so, ja. Hätte ich gesagt, nach links da. Okay, Kevin macht sich gerade aus dem Staub. Er ist wohl nicht so dafür. Das reicht ja, wenn zwei bauen. Ich habe Blaubeeren gefunden. Oh, ich gehe nochmal in die Höhle. Siehste? Dann nehme ich mal diese Münzen mit. Ich wollte eigentlich noch mein Geld wiederholen, da liegen ja noch 13 Gold in der Höhle. Okay, ja gut, das kann ich mir denken. So. Dann steht das Ding auch nicht mehr vor der Tür, dann steht das Ding jetzt hier. Der Knochenreis. Hermesstiefel gefunden. Ich hatte glaube ich noch keine, oder? Nick hat noch keine, ne. Dann werden wir auch endlich alle mit Hermesstiefeln ausgestattet. So, dann haben wir den Knochenschweißer auch gleich hier drin. Dann steht er nicht mehr so einsam und alleine vor der Tür rum. Wie meint? Du hast einen Regenmantel-Zombie besiegt. Na Mensch, ist ja geil. Was du alles kannst. Ist ja Wahnsinn. So, mir ist knapp. Was? Oh, ich war gerade in der Hölle. In der Hölle? Cool. Was denn so? Kalt. Klappt.
Upsa. Na komm schon, hopp. So, wird hier jetzt mal aufgeräumt. Alter! Was tust du hier? Mann! Musst du das Geld dahin bauen? Ich will das Haus aufweitern. Ob es funktioniert. Ich baue es mal ein bisschen weiter. Was soll der Geysir denn machen? Feuer spucken. Okay. Ich kann es ja mal beobachten. So, wir hatten da unten noch eine Holztür, die... Also den Geysir habe ich jetzt ganz nach links nochmal gestellt. Mhm. Wo war denn die Holztür? Wir hatten noch irgendwo hier die restliche... Da ist eine Holztür. Erstmal. Tja. Mal überlegen, wie machen wir das denn am Schluss? Ja, am besten schon mal einmal rund, wa? War es auch hier so? Ja, machen wir es erstmal so. Es hat aufgehört zu regnen. Das wäre toll. So, Haus erweitert. Erstmal. Geringfügig. Eine Goblin-Armee hat... Nee, was? Eine Goblin-Armee im Osten? Hier, alle her, hier. Goblin-Armee, Osten. Host me. Scheiß drauf. Okay, na gut. Dann mach ich hier weiter. So. Wo ist eigentlich Osten? Osten ist rechts, ne? Oder war es links? Nee, müsste rechts sein. Zu bremsen, rast er hier durch. Komm schon? Na, Stau, die kommt von ganz dran. Toll, hätte ich auch noch weiterbauen können. Okay, sag Bescheid. Okay, hier wandert ein Goldfisch. Na gut.
Alles kommen so. Ah! Hier ist ein Goblin bei uns im Haus! So ein Drecksack. Nick ist zu Tode mit einem Abstand. Ja, ich weiß nicht warum, aber die sind auf einmal bei uns im Haus. Beschützt mich. Das habe ich hier aus dem Hauswesen rausgekriegt. Sind doch welche hier drin. Sind irgendwelche an dir vorbeigekommen? Bro, ich bin hier unten in der Mitte. Alter, wo ist der Adder? Alter, könnt ihr bitte aufhören, hier bei uns im Haus rumzulaufen? Die Tür weggenommen? Nee. Die ist dann dementsprechend kaputt gewesen. Die haben sie eingetreten sozusagen. Ah! Taucht er einfach plötzlich vor mir auf, der Sack. Hier ist schon wieder einer drin. Einer ist oben auf dem Dach. So, zwei sogar. Ja, der Mario, der. Kann ich die Wände schießen. Ja, einer ist noch weiter auf dem Dach. Okay. Ich geh mal ganz kurz aufs Dach und guck mal, dass ich wieder. Uah! Alter, das gibt's doch gar nicht. Die wissen nicht, wo Osten ist. Fällig's runter. Hm.
immerhin 71% haben wir schon. Kommt ihr erstmal hoch. Lava-Zauber. 7 Sekunden Immunität gegen Lava. Dauerhafte Immunität, wenn du dich besser machst. Ja. Okay, 97% noch. Noch vor allen Dingen. Goblin-Armee wurde besiegt. Und Nick ist tatsächlich wieder gestorben. Nee. Nicht? Du warst gut geschützt. Ist hier noch einer drin? Mhm. Immer noch. Nicht mehr. Okay. Immer noch, was dieser Propellergator soll. Was der kann. Also, oder auch notfalls nicht kann. Ah, Schmetterling. Voll platt gemacht. So, da kann ich das Haus weitermachen. So, wo waren wir denn stehen? Ein Goblin-Bogenschützen-Banner. Ja, komm, den hängen wir ja auch noch irgendwo hin. Wo vielleicht noch irgendwo Platz ist. Wo auch immer. Hier. Ach, guck mal, hier ist ja noch. Da hängt ja fast gar nichts. Boah, das geht ja gar nicht. Oh nein, da hängt. Ich hab noch einen Banner. Ein Goblin Deep Banner. Mhm. Ach. Wahrscheinlich sind das die Goblins selber, die wir hier hinhängen. So. Jetzt machen wir hier erstmal hier die Tür zu. Oh, wir haben einen Hasen. Ich habe einen Hasen gefangen bei uns in der Wohnung. Geil. Ey. Armer Hase. Kannst du nicht machen. Meine kannst du schon. Sollte man aber nicht. Bist du doch. Sowas. Na, da ist aber ein wohl ein Licht aufgegangen, wa? Ja, ich habe gerade geguckt, du kannst ja eine Verteidigungsschmiede kaufen für 75 Verteidigungsmünzen. Ja, ja, ich weiß. Hatte ich ja vorhin. Und diese Verteidigungsschmiede vergrößert signifikant das Inventar. Weißt du, was ich blöd finde? Dass das signifikant trotzdem wieder komplett unaussagekräftig ist. Ja. Signifikant kann viel bedeuten. The storage provided by the Defender's Forge is separated from the piggy bank and safe. So it allows the player to carry a significantly larger amount of items at any given time. Hm. Boah, also es klingt verlockend. Achso, ne Quatsch. Hier waren noch die Rohstoffe. Holz. Zack. Mal ein bisschen Holzlatten machen. Kauft dann nochmal ein paar von diesen Ethenia-Kristallen, ne? Dass wir ein paar Mal dieses Event vielleicht noch machen können. Also einen haben wir auf jeden Fall noch hier, aber auf jeden Fall noch ein paar mehr. Oh, brauchen wir nochmal einen Kristall oder was? Ja. Ja. Holzklappe. Die Dinger sind das eigentlich Holzklappen, die hier überall praktisch als Regale sozusagen stehen? Oder was sind das? Die Holzklappen sind...
Hier diese Dinger, wo man dann durchgehen kann. Ja, die meine ich ja. Da muss ich da nämlich ein paar herstellen. Nehmen wir mal kurz mein Gold aus dem Schwein. So, 102 sollte reichen. Können wir wieder zurück. Rohstoffe wegpacken. So. Werde ich brauchen. Das Seil aber nicht so. So. 30 Stück haben wir jetzt. Okay, das reicht doch. Na, no, fuck it. Hm? Weiter. Hallo. Hallo? Hallo? Ja, ich wollte eigentlich nicht ach so. Den Spiegel benutzen. Sondern? Wollte den dann nur ausrüsten und dann wieder, ne, weitergehen. War ja noch nicht bei meiner Leiche. Ach so. Mücke. Was machst du? Mücke. Gerade angesprüht. Oh, gewusst wie. Kill Count nicht verfügbar, was? Hm? Steht bei mir gerade Kill Count nicht verfügbar. Das. Ich bringe auch gerade keinen um, ich baue ein Haus. Das ist ein feiner Unterschied, habe ich mal gehört. So. Okay. Dann kann das ja erstmal weg. Üpp. Haben wir eigentlich schon eine Höllenschmiede? Nee, ne? Nee. Eine Höllenschmiede? Hm, was ist aus diesen Höllensteinen? Oder gibt es eine aus der Hölle? Dann müssen wir eine finden. Oh, ich weiß, wo eine ist. Wollte sagen, Tobi meinte doch, er ist gerade in einer gewesen. Es gibt nur eine Hölle. Ach, okay. Hier geht im Prinzip auch die ganze Karte lang von rechts nach links halt, ganz unten. Unter dem Lava, unter der Lava noch, oder was? Mhm, dann putzen wir mitten drin. Naja, ich glaube, das ist noch einer mehr. Nein. So. Mach ich lieber
Okay. Ja, nee, wohl nicht. Hinter der Treppe ist auch noch eine. Oh, mein Gott. So. Ach, schön. So. Ja, wird langsam. Nur die Treppen muss wieder jemand anders bauen, das kriege ich wieder nicht hin. Achso, oh, da fehlt ja noch was. Ach ne, brauche ich aber nicht. Stimmt, da brauche ich jetzt keine Tür. Das ist natürlich praktisch. Aber Fackeln brauchen wir. Thank you.
verdammter Monk. Wie kann man Hintergründe abbauen? Mit dem Hammer. Mit dem Hammer? Mhm. Okay, da ich das schon mal gemacht habe, muss es auch irgendwie anders gehen, weil ich habe keinen Hammer. Ich muss schon Hammer haben. Aber das geht ziemlich nicht. Okay, aber ich habe es schon mal gemacht und ich habe keinen Hammer bei mir im Inventar. Zur Not liegt ein Hammer im Dingens, in der Kiste. Okay. Ach Mist, da muss noch eine Tür rein. Deswegen ging das hier auch nicht. So. Okay. Das Haus ist erweitert. Ja. Sehr schön. Übrigens, der Geysir hat noch nicht gespuckt. Ja, vielleicht funktioniert nicht. Ah. Ein Honigspender. Kann platziert werden. Wird zur besonderen Herstellung verwendet. Lass mich raten. Für Honig. Frag mich jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe einfach mal geraten. Eine gute Intuition. Verdammt. Hier ist Holz. Ah, okay. Was soll ich mit 163 Donnerbällen? Ach so, ach, die hat ja... Die haben sie ja verloren. So, Donnerbälle, brauchen wir sie denn? Da sind Granaten. Bin ich schon Donnerbälle gefunden? Müssten wir eigentlich. Na egal, so.
So. Huch. Und schon gehen die Leute hier rein. Das ist ja schlimm. Könnt ihr nicht mal abwarten? Die Räume sind noch nicht mal fertig. So. Okay. Dann müssten wir wieder... beenden. 45 Minuten. Yay. Ich habe gerade einen gebundenen Goblin gefunden. Cool. Kannst du ihn an dich binden? Danke für die Befreiung, Mensch. Ich wurde gefesselt und von den anderen Goblins hier zurückgelassen. Man kann sagen, dass wir nicht besonders gut miteinander auskamen. Schäftig schließen oder nachschmieden? Nachschmieden? Aha. Kann ich von dem denn kaufen? Eine Tüftlerwerkstatt? Ermöglicht die Kombination einiger von einigem Zubehör. Lineal. Oh, ich habe hier gerade. Oh Gott. Raketenstiefel. Oh. Raketenstiefel? Kann man kaufen? Ja. Ja, da würde ich aber auch, du. Komme. Was? Ich komme. Was brauchst du denn dafür? Geld wahrscheinlich. Ja, 5 Gold. Was, mehr nicht? Nö. Bleib mal bitte auch da stehen, ich möchte mir gerne auch Raketenstiefel kaufen. Brauchst du ein Ding nicht mal oben in die Leiste ziehen? Einfach nur im Inventar haben. Au! Aufklicken. Achso, haben wir denn noch Tränke? Wahrscheinlich, ne? Ich darf keine rausnehmen. Was ist hier los? Achso. Oh, hier. Diese Drecksviecher! Halte durch! Ne, warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Ah. Okay. Das will ich nochmal machen. Wo ist denn der Kevin? Tüftlerwerkstatt? Soll ich gleich mitkaufen? Kannst du machen. Wo seid ihr denn? Bist du noch weiter? Werkzeugbürtel erweitert den Platzierbereich. Alter, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ach du Gott. Alter Verwalter. Achso. Hä? Brauchen die Sprit oder so? Weil bei mir funktionieren sie nicht mehr. Genau. Laufen nicht dauerhaft, ne? Hä? Die laufen nicht dauerhaft, ne? Du kannst nicht die ganze Zeit leben. Ja, aber ich kann jetzt gar nicht mehr. Okay. Cool. Okay, also dann beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.